Maximilian Feist ist bei mir der Sieger über 1500 Meter männliche, über 20 und auch der Titelverteidiger. So klar war die Sache im Vorfeld aber nicht, oder? Was hattest du dir für heute ausgerechnet? Ja, ich hätte mir heute auf jeden Fall ausgerechnet, aufs Podium zu kommen und so weit wie möglich nach vorne zu kommen, wenn nicht sogar den Titel zu verteidigen. Und heute Morgen ging es mir noch nicht so gut. Da hatte ich noch gezweifelt, dass es überhaupt was wird. Aber dann kurz vorm Lauf ging es mir wieder besser. Und dann habe ich halt die Chance auf den letzten Metern genutzt und bin vorbeigegangen. Ähnlich wie im letzten Jahr hast du dich ja auch auf deine Sportfähigkeiten verlassen können. Ist das deine große Stärke? Ja, ich würde sagen auch gewisse Stärke, aber ich würde sagen ja. Es ist ja schon der zweite Sieger der LG Olympia Dortmund hier bei mir am Mikrofon. Gestern hat auch schon eine Teamkollegin von dir gewonnen. Ihr seid eine ganz, ganz starke Lauftruppe. Woran liegt das oder was macht euch so stark? Ich würde sagen, dass wir immer im Team zusammen trainieren können und uns bei den Läufen gegenseitig helfen können. Und vor allen Dingen muss ich mich da bei Pia Yadi bedanken, der einen so schnell gemacht hat und auch für die Unterstützung von Christoph Neuhaus heute hier. Das heißt, ihr seid ein großes Team und jetzt geht es wahrscheinlich weiter mit Daumen drücken. Da sind ja noch einige Teamkollegen bei dir am Start heute, oder? Ja, vor allen Dingen Mohamed, der auch sich einen Titel holen könnte über die 3000 Meter und würde mich freuen, wenn er es auch schaffen würde. Dann schauen wir mal, ob die Titelsammlung weitergeht. Dann vielen Dank, Maximilian, und lass Sie ein bisschen feiern. Dankeschön.